Grüße, liebe Bastler. Ich habe euch ja versprochen, eine Anleitung zu machen von diesen kleinen Boxen. Ich zeige euch mal ein paar Muster. Wie ich das hier gemacht habe, das zeige ich euch später mal. Diese werden wir gleich mal nachbasteln. Ist mit dem Deckel. Und hier ist dann der Anhänger dazu zum Unterschreiben. Innen drin sieht er denn so aus. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ist ein bisschen fitzelig, aber ihr schafft das. Den Deckel habe ich selber gemacht, weil so wie die Anleitung auf der Seite ist, wo es die Stanzen gibt, hat mir halt nicht gefallen. Mit Deckel, so wie ich das gemacht habe, finde ich das besser. Das ist mal mit zwei so eine Ausstanzung gemacht. Und oben mit diesem Baby-Logo. So macht man sie dann auf. Das ist der Anhänger dazu. Hinten sieht es dann so aus. Oder dieser hier. Mit einem kleinen Gedöns dran. Schmetterling. Das ist ja eure Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Seht ihr? Und das Rote kennt ihr ja. So. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und viel Spaß beim Nachbasteln. So, dann fangen wir mal an. Ihr habt ja jetzt diese Stanzen dazu. Auf deren Seiten haben sie auch eine Anleitung, aber die gefällt mir nicht so. Darum zeige ich euch, wie ich meine Boxen gebastelt habe. Ihr habt ja diese Stanzen. Und da fange ich immer an mit dieser. Und da stanze ich fünfmal aus. Das ist ein bisschen stabileres Papier. Warum ich fünfmal stanze, werde ich euch gleich noch zeigen. Dann habt ihr dieses Teil. Das ist der Boden. Den Boden stanze ich auch viermal aus. Und zwar einmal in der gleichen Farbe. Den nehme ich immer so einen Spiegelkarton. Und von dem dünneren Papier, was dann hier drauf geklebt wird, da mache ich auch noch mal zwei Böden davon. Dann braucht ihr den Balken und den Nuckel. Stanze ich immer sechsmal aus. Von den Innenteilen. Das ist kleinere, das ist die Ausstanzung für eine Seite. Dazu braucht ihr ja diesen Rahmen. Und dann nehmt ihr, ich zeige euch das mal, so rum. Befestigt das ein bisschen mit so Klebestreifen. Und darunter kommt natürlich das Papier. Und den könnt ihr praktisch, diesen Rand habt ihr denn. Tja, das war's eigentlich. Und dann können wir mal anfangen. Ich nehme immer meine Gemini dazu. Ihr könnt aber natürlich jede andere Stanzmaschine nehmen, die ihr habt. Also, wie gesagt, jetzt habe ich die viermal. Und was ihr braucht, natürlich Kleber, Schere, bisschen Gedöns zum Verzieren. Ja, so wie ihr halt wollt. Das erste, was ich mache, ich befreie diese Schablon von dem Oberteil. Und zwar alle. So, jetzt habe ich überall die Oberteile entfernt. Und bei dem letzten habe ich die Seite und unten mit abgeschnitten. Das wird mein kleiner Anhänger für meine Boxen. Wartet mal. Diese. Das lege ich jetzt erstmal beiseite. Das mache ich zum Schluss. Mit einem kleinen Spruch noch dazu. Und wie gesagt, da brauche ich dann zwei Schnuller für vorne und hinten. Und die zwei Balken. Und eins, was ich dann auch noch drauf klebe. Jetzt habt ihr die vier Teile. Und die werde ich jetzt erstmal bekleben. Von vorn.
So, jetzt habe ich alle vier fertig. Dann drehe ich das mit der Aussparung rum und nehme doppelseitiges Klebeband. Jetzt nehme ich so eine Folie. Das hebe ich mir mal auf. Das ist so eine stabile Folie. Die hat die Maße von 4,5 x 7,5 und die klebe ich jetzt hier dahinter. Jetzt knicke ich nochmal die Kanten, die ich gleich kleben werde. Bei diesem Teil nehme ich auch nochmal doppelseitiges Klebeband. Ansonsten klebe ich den Rest immer mit Kleber. Aber durch die Folie ist doppelseitiges Klebeband besser. Da ich, bevor ich alles zusammenklebe, gleich den Deckel mit anklebe, das ist der, zum Verschließen, klebe ich natürlich auch mit doppelseitigem Klebeband erstmal einen Streifen drauf. So, und dann lege ich mir schon mal die Anordnung hin, wie ich es haben möchte. Jetzt zeige ich euch noch den Deckel. Das ist das Stück. Und zwar sind das die Maße 7x7. Hier unten seht ihr, das ist 1 cm, wo ihr falzen tut. Rechts und links 1 cm. Unten bei 1,5 cm und oben lasst ihr einen halben Zentimeter, wo ihr falzen tut. Das habe ich schon mal vorbereitet. Dann knickt ihr das. So. Jetzt nehme ich eine Schere und schneide die Ecken schräg ab. Dieser kleine Falz, der wird jetzt hier angeklebt an diesen Teil, wo die Aussparung ist. Jetzt klebe ich auch noch gleich von dem Papier das oben auf. So, und dann fangt ihr an zusammenzukleben. Und jetzt habt ihr schon mal das Grundjurist fertig. Bevor ich das Unterteil dran klebe, habe ich mir noch mal das gleiche in Spiegelfolie ausgeschnitten und das mache ich als erstes hier rein. Jetzt drehe ich das um und mache schon mal Kleber dran und mache dann den Boden drauf. So, der schwierigste Teil ist vorbei. Jetzt geht es nur noch ans Verzieren. Wie ihr seht, macht ihr das so zusammen. Und so ist die Box geschlossen. So, jetzt geht's ans Verzieren. Ich werde unten ein bisschen Schleifenband machen. Klebepistole ist angewärmt. Und zwar habe ich den schon vorbereitet. Ich zeige euch das zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Mal, wie ich den gebastelt habe. Das ist ja eine Stanze. Den habe ich dreimal ausgestanzt. Dann habe ich wieder diese durchsichtige dicke Folie genommen und erstmal drauf geklebt. Und jetzt zeige ich euch das, wie ich das bei dem da an dem Deckel befestige. Schneide mir das erstmal zu. Und in dem Herz mache ich mir jetzt erstmal einen Schlitz, damit ihr auch nachher den Deckel noch aufkriegt. Dann knickt ihr das hinten um.
entweder mit doppelseitigem Klebeband oder ich mache meistens immer ein bisschen von der Heißklebepistole dran. Und dann nehme ich noch das übrige Teil und klebe es dann gleich dahinten drauf. So, jetzt bin ich fertig, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Von hinten sieht es dann so aus. Und dann schließt ihr die Schachtel. Ist ein bisschen Fitzelarbeit, aber geübter Bastler kann das. Und so sieht sie denn aus. Bastelt's nach. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Dekorieren könnt ihr sie ja alleine. Und ich glaube schon, dass jeder sich darüber freuen würde als kleines Geschenk. So, jetzt haben wir die Kiste soweit fertig, die Schachtel. Und jetzt wollen wir ja natürlich noch einen kleinen Anhänger basteln. Habe ich ja schon vorbereitet. Mit einem schönen Spruch, wo dann jeder unterschreiben kann. So sieht er denn aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Die Box ist jetzt fertig. Abonniert meinen Kanal. Ich zeige euch immer wieder neue Sachen. Würde mich freuen. Also, bis denn.